Warning, the following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Accordingly, MTV and the producers must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunt or activity performed on this show. Du kannst sie, jetzt ist es noch nicht so schlimm, gleich nicht umschmeißen. Ich schmeiß es gar nicht um. Gut, what's poppin', boys and girls? Ich freue mich sehr, dass ihr... Ja, tut mir leid. Warum stellst du das auch vor mich? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem unfassbar grandiosen Video, was euch jetzt erwartet. Und ich habe einen Special Guest dabei, und zwar den lieben... Paul. Ich muss diese Story jetzt einmal kurz erzählen, okay? Ich glaube, ich habe sie noch nie im Internet erzählt. Und zwar heißt Kevin Paul, ja? Also Paul, weil, ja, sein Vater mein kommt Vater aus... Mein Vater heißt Paul. Genau, der kommt aus England. Paul. Deswegen auch... Ich finde, deswegen ist Kevin auch vertretbarer. Ich finde, ein englischer Kevin ist noch vertretbarer als... Egal, das sagt die deutsche Jacqueline. Und dann ist er nach Berlin gezogen, ohne mich. Und dann komme ich in Berlin an und jeder nennt ihn Paul. Und es ist jetzt richtig verwirrend. Alle nennen ihn Paul und es fühlt sich ganz falsch an. Ja, Paul, weil, kannst du auch nicht sagen. Nein, ich kann nicht Paul sagen. Es ist so, als würde ich einfach entscheiden, dass du ab morgen Christopher heißt. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem Video. Ihr habt euch ja auch gewünscht, dass Kevin Paul, mein Freund, wieder mal vorbeischaut. Ihr fragt euch bestimmt, was ist das für eine Clickbait-Scheiße? Und es ist wahrhaftig keine. Es gibt so viele Mein-Freund-schminkt-mich-Videos im Internet, dass ich gedacht habe, man könnte doch mal ein Mein-Freund-tätowiert-mich-Video machen. Für die Leute, die mir auf Snapchat folgen, die haben das bestimmt gesehen. Kevin hat sich auf Snapchat bei mir selbst tätowiert und ich habe das mitgefilmt. Kevin hat seinen Verstand verloren. Er tätowiert sich selbst. Zeig mal. Du stehst mir voll im Licht vor. Ist mir egal, ich will das filmen. Möchtest du uns erzählen, was das bedeutet, das Zeichen? Weisheit. Heißt es wirklich Weisheit? Ja. Du stichst dir selbst zu Hause ein Tattoo, was für Weisheit steht? Ja. Du bist dir schon bewusst, dass es für immer hält, ne? Ja. Das ist nicht mein erstes. Crazy. Ich nenne dich ab heute Christian F. Willst du mich verarschen? Fick da. Entschuldigung, ich bin sensationsgeil. Der hat den Verstand verloren. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich mache jetzt weiter. Wo willst du denn jetzt noch was hinmachen? Und was willst du da hinmachen? Ein Schriftzug. Kannst du bitte nochmal wiederholen, was du dir dahin tätowieren möchtest? Rider on the Storm. Vanessa, was sagst du dazu? Dann habe ich gedacht, ey, weißt du was? Ich glaube, ich möchte, dass du mich auch tätowierst. Nicht wahr? Zum Tätowierer mitnehmen. Ich wage es jetzt, ob ich dich Tätowierer betiteln darf. Ist man Tätowierer, weil man tätowiert? Oder ist man Tätowierer, weil man eine Ausbildung gemacht hat? Weiß ich nicht. Ist man LKW-Fahrer, weil man mit 12 im LKW sitzt? Oder ist man LKW-Fahrer, weil man einen Führerschein gemacht hat? Hast du Angst? Nee, eigentlich gar nicht. Es ist schon mal gut, wenn derjenige, der dich tätowiert hat, dich selbstbewusst ist, ne? Man kann das jetzt nicht so sehen, aber ich werde das gleich alles noch vernünftig zeigen. Ich möchte das so, glaube ich. Geht's hoch? Das ist überhaupt nicht durchdacht. Hoch? Ich habe das überhaupt nicht durchdacht, Leute. Ohne Witz, ich habe eben innerhalb von 2 Minuten entschieden, wo dieses Tattoo hinkommt. Genauso durchdacht wie all meine Entscheidungen. Packst du sie genau dahin, wo du es hinhaben möchtest? Ja. Und fertig. Ja, keine Ahnung, wo ich das hinhaben will. Ich bin doch kein Tätowierer. Ich doch auch nicht. Ich würde es vielleicht ein bisschen weiter nach oben machen, oder? So? Wie nach oben? Nur ein bisschen. Oh Gott. So viel habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ist mir klar, dass du da noch weniger drüber nachdenkst als ich. Oh, hoffentlich war das keine Fehlentscheidung, das da so weit hoch zu machen. Sie hat es wirklich maximal 1/2 Zentimeter nach oben verschoben. Ein 1/2 Zentimeter auf dem Körper ist richtig viel. Entschuldigung. Alles, was du so steril gemacht hast, das packe ich an. Versehentlich packe ich das alles an die ganze Zeit. Es tut mir leid. Gestern war ja meine liebe Freundin, die Laura Larsson, zu Besuch. Vielleicht kennt ihr die, falls ihr Kiss FM hört. Das ist eine Moderatorin bei Kiss FM. Und sie hat über etwas geredet, was meinen Freund betrifft, was mir persönlich gar nicht so krass immer aufgefallen ist. Aber dadurch, dass sie ihn... Also das ist ungefähr so. Wisst ihr, zum Beispiel, ich bin ja nach Indien gereist und dann kommt man an und dann sieht man eine Kuh auf der Straße. Und dann denkt man sich so, what the fuck, da ist eine Kuh auf der Straße. Aber nach einer Woche... sieht man das nicht mehr. Also das, was crazy ist, ist nicht mehr so crazy. Und weil ich Kevin schon so lange kenne und ihn jeden Tag sehe, ist das, was er macht, manchmal für mich irgendwie normal. Und dann war aber gestern Laura da, die ihn ja nicht so häufig sieht. Und die hat dann all so Geschichten von dir erzählt, wo mir erstmal bewusst geworden ist, was du für ein Spinner bist. Als sie gestern gesagt hat, ich weiß noch damals, als er auf einmal nur noch mit so einem Goldzahn rumlief. Nur noch auf einmal. Das war einen Tag lang. Dieser Goldzahn hat überhaupt nicht auf meinen Zahn gepasst. Grillzahn. Im Internet bestellt. Und dann hat er sich auf einmal Sturmmasken im Internet bestellt.
Ja, die fand ich auch noch ganz schön. Oder der Tag, an dem er entschieden hat, auszusehen wie Jesus. Auf jeden Fall kam er letzte Woche auf einmal damit um die Ecke, ich will mich selbst tätowieren. Und dann habe ich gesagt, bist du bescheuert? Weil er hat das schon mal gemacht am Oberschenkel und man sieht das nicht mehr. Womit hast du das gemacht? Was überhaupt nicht zu empfehlen ist, das hätte sowas von nach hinten losgehen können. Auf der Intelligenzskala habe ich diesen Versuch halt auch gesehen. Aber ich bin ein paar Jahre reifer geworden und habe vorausgedacht und konnte mir die ganzen Utensilien im Internet bestellen. Ja, die ganzen Utensilien. Das ist eine Nadel, die an den Stift geklebt ist mit Kreppband. Aber wir wollen jetzt kein Tutorial. Nein. Ich kann natürlich jetzt sowas sagen, wie macht so eine Scheiße nicht nach, aber ihr seid intelligent genug. Ja, okay, ich halte die Schnauze. Du bist jetzt bereit, ja? Ja. Das tut echt nicht weh. Oh doch, das tut weh. Nein, tut es weh? Ich weiß nicht. Ach, es ist merkwürdig. Ich glaube nicht, dass ich es mache. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich das niemals bei jemand anderem mache, weil mein Körper ist meine Sache, wenn ich da was verkacke, halb so wild. Und dann gesagt habe, ich möchte das auch, hat er zu mir gesagt, dass ich der einzige Mensch wäre, bei dem er es machen würde. Warum? Weil ich deinem gesunden Menschenverstand am meisten einfach vertraue. Du hast noch gar nicht erzählt, was du dir tätowieren lässt. Ich habe mich dazu entschlossen, mir ein Wort tätowieren zu lassen, und zwar Geronimo. Also das ist exakt das, was ich jetzt gerade quasi auf mein Bein tätowiert bekomme. Ich fand es irgendwie ganz schön, mir das in deiner Handschrift tätowieren zu lassen. Weil ich die eigentlich super hässlich finde. Aber auch schön. Also erstmal zur Erklärung, Geronimo war halt ein Kriegshäuptling, ne, so ein indianischer. Das ist damals mal bei so Flugzeugsprüngen, bei so einer Truppe ist das irgendwie so entstanden, dass immer wenn die aus diesem Flieger gesprungen sind, Geronimo gesagt haben. Das ist aber gar nicht der Grund, warum ich mir das tätowieren lasse, sondern eigentlich mit einem Bezug zu Dr. Who. Geronimo ist da so ein Running Gag. Mit Geronimo verbinde ich halt Dr. Who und dieses Let's go, lass Scheiße bauen. Und irgendwie finde ich auch, dass das thematisch voll passt. Weil du mich tätowierst. Das kannst du nicht wegstellen jetzt. Oh Mann, jetzt sei mal nicht so kleinlich. Das stand halt im Bild. Vorsichtig, es könnte jetzt ein bisschen brennen. Hä, das sieht schon voll gut aus. Ja, mein Bein sieht voll kacke aus von hier. Als hätte ich voll das Elefantenbein. Ich sag's euch, Leute, wenn das mein Opa sehen würde, ne? Wir sind halt eine andere Generation, weißt du? Für meine Eltern ist das auch so. Jemand, der Tattoos hat, das sind so Leute, die im Knast waren, weißt du? Oder die ihr Leben lang Arbeitslosengeld bezogen haben. Wie ist es mit den Schmerzen? Gut. Ich sehe die Kommentare schon kommen von Leuten, die irgendwie Tätowierer sind oder so. Und gerade einen Ausraster kriegen vom PC. Ja, aber das Witzige ist, dass ich über die meisten Tätowierer, also ich kann jetzt nicht für jeden Tätowierer in Deutschland sprechen, aber über die meisten Tätowierer ziemlich genau weiß, dass sie so eine Scheiße selber schon oft genug in ihrem Leben gemacht haben. Bist du zufrieden? Ja. Ja? Ja. Schwör. Ich nehme mal die Kamera ab. Mach ich weiter. Aber nicht zu viel bewegen, ja? Nein. Und den was Bein wieder ja, müssen? Ja. Ich kann nicht zaubern. Schatz? Ja? Liebst du mich? Ja. Wie doll? So doll, dass ich dich tätowiere. Wieso würdest du mich nicht tätowieren, wenn du mich nicht lieben würdest? Aber wenn jetzt Sheldon Cooper kommen würde und würde sagen, tätowier mich, würdest du dann nicht auf sein Einschätzungsvermögen vertrauen? Wenn Sheldon Cooper zu mir kommen würde und sagen würde, ich soll dich tätowieren, dann würde ich sowieso erstmal anzweifeln, ob bei ihm nicht gerade was schief läuft. Ich fühle mich schon ein bisschen heftig gerade, ne? So als wäre ich im Knast. Ich finde es so cool. Es ist so die Stelle, die rausguckt, wenn man die Hose so hochgekrempelt hat, aber Sneaker anhat, wisst ihr? Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr süßen kleinen Mäuschen. Macht's gut.